Dass Siemens ein neues Headquarter baut, ist natürlich für das Unternehmen etwas ganz Außergewöhnliches. Und insofern haben wir alle im Unternehmen uns sehr bemüht, hier auch etwas ganz Besonderes zu machen. Das gilt natürlich vor allem auch für die Kunst. Und insofern freut es mich wirklich sehr, dass wir mit Thomas Struth einen Weltkünstler, einen Fotografen ganz besonderer Art gefunden haben, der hier die lange Siemens-Geschichte fotografisch illustriert. Also diese staatstragende Position der Bürogebäude-Eingangskunst, das ist für mich schon immer ein gewisses Problem gewesen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass die Kunst da immer verliert gegen die wirtschaftliche Macht, die einfach durch diese an diesen Orten sich darstellt. Von daher fand ich das interessanter, in die Geschichte der Firma selbst zu gehen und das zu vermischen mit eigenen Werken, die ich machen wollte. Das soll im Grunde genommen so eine Art Assoziationsexplosion sein, die mit der Geschichte von Siemens zu tun hat, dieser Firma. Also die Vergangenheit der Firma aus den drei Koordinaten, Chronologie, Geografie und Subject Matter, also Sachen, Dinge, die Siemens produziert. Und wir haben im Grunde genommen aus 2000 Bildern ungefähr 60 Exemplare ausgesucht. Im Grunde genommen aus 2000 Motiven habe ich diese 57 Motive aus dem Siemens Historical Archive herausgesucht und die geprüft. Also darauf sind interessante Bilder, die einen neugierig machen, die Aufmerksamkeit halten. Welches Potenzial haben die, sich untereinander zu befruchten? Ich habe ungefähr 6 Standorte besucht von Siemens, weil mir klar war, ich will auch selbst an ein paar Standorten fotografieren. Und etwas war mir auch dabei ganz wichtig, quasi meine Bilder sozusagen unterzumengen, ja, in diese Geschichte. Also quasi etwas zurückzutreten in der erkennbaren Autorenschaft und zu sagen, also ich reihe mich als Autor auch in diese Geschichte ein. Jetzt gar nicht mal so sehr die Siemens-Geschichte, aber die Geschichte dieser Fotografen und Fotografinnen, die hier tätig waren vor mir. Ich muss erstmal Spaß haben und ich muss erstmal begeistert sein, sonst würde ich keinen erreichen. Also was manche Kolleginnen und Kollegen vielleicht sagen, dass sie sagen, ich mache das nur für mich, das glaube ich nicht. Also das gibt es in der Kunstgeschichte gar nicht. Also insofern ist gerade der Hingabe und Liebe und Begeisterung, also das heißt der Pegel, den man selbst befragen muss mit sich selbst. Ja. Und das war auch ein Teil des Gedankens, das ist dann diese Lebendigkeit und diesen Wagemut und die ganzen Dinge, die damit zu tun haben und auch ein Teil der schwierigen Momente, die auch zur Geschichte gehören, wie die Zwangsarbeiter und die Zerstörung von Standorten im Krieg. Also das irgendwie so stellvertretend exemplarisch hier zu entfalten. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig.